Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Jump on Dächern mit eurem Gabro und eurem Ezio. Ich war so frei, mal wieder bis zu dem Ausrufezeichen hinzulatschen. Das Blöde ist tatsächlich wieder nur... herzlich willkommen. Ich sehe wieder irgendwie nicht, was hier gemacht werden muss. Obwohl, mal gucken, ob ich da nicht irgendwie nach oben muss. Schauen wir mal. Ach, guck mal, da muss ich also hin. Ich muss also wieder das nächste... Ach ja, stimmt, die hat ja... Stimmt, die Sophia, die hatte ja irgendwie neue Sachen dechiffriert. Und deswegen weiß ich jetzt, wo sich das nächste Buch des Pollo befindet. Kann ich noch weiter hoch? Nein. Also ich könnte schon noch weiter hoch, aber es würde wenig Sinn ergeben. Teil 3. Zeichen und Symbole, Teil 3. Niccolo Polo hat ein Buch in der Nähe der kleinen Hagia Sophia versteckt, das Hinweis zum Versteck eines Masyaf-Schlüssels enthält. Benutzen Sie die Polo-Symbole, um es zu entdecken. So, inzwischen kennen wir ja schon das Ganze. Ich versuche mal direkt auf Anhieb sofort einen zu finden. Da unten links ist einer. Da hat sich einer versteckt und der da hinten auf keinen... Ich könnte mir den hier gut vorstellen. Jawoll! Jackpot! Weil das war zumindest ein... Das musste ja irgendeine... ein Zeichen sein, wo man tatsächlich ein Buch verstecken kann. Und an den Seiten kommt man ja nur... An den Seiten kommt man quasi nur schwierig ran. Und deswegen war es schon fast ein leichtes herauszufinden, wo genau dieses Buch versteckt sein könnte. Und vielleicht war es aber auch nur purer Zufall. Aber ich glaube nicht an Zufälle. Ein bisschen Pusten hier und ein bisschen Pusten da. Aesops Fabeln von Sokrates wurde gefunden. Und somit auch die Möglichkeit, wieder einen nächsten Masyaf-Schlüssel zu entdecken. Und das werde ich sofort mit aller Güte, die ich besitze in meinem Herzen. Ich will diese Mission spielen. Ich will diese Mission spielen. Und wenn ich nur fest genug daran glaube, habe ich auch wahrscheinlich eine Möglichkeit, diese Mission zu spielen. Ihr dürft auch gerne einfach mal Feedback geben. Vielleicht geht mir das ja nur so, dass die Suche nach den Masyaf-Schlüsseln mir nur unheimlich Spaß macht und euch gefühlt überhaupt nicht. Ja? Dann schreibt es einfach in die Kommentare nach dem Motto: Mensch, Gabro, du bist ein Idiot. Das kann doch gar keinen Spaß machen zu spielen. Oder aber ihr schreibt: Mensch, Gabro, ich kann dich absolut nachvollziehen. Mir haben die Sachen auch total viel Spaß gemacht, als ich sie gesehen habe bei dir. Komm. Bitte sieh nach meinem Vater, mein Freund. Ja, ich sehe auch nach deinem Vater. Aber hier habe ich auf jeden Fall noch die Möglichkeit, einen Buchladen zu kaufen. Und das möchte ich auch gerne noch erledigen, bevor ich dann weiter zum Versteck gehe. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wenn ich Bücher kaufe, ob dann auch der Wert von Konstantinopel oder Istanbul weiter wächst oder auch nicht. Das weiß ich gerade gar nicht. Gute ist, dass jetzt hier alles so ein bisschen hintereinander kommt, so dass ich ein bisschen was einkaufen kann. 3700 kriege ich immerhin jetzt inzwischen alle 20 Minuten. Und ich glaube, über 12.000, meine ich, ist auch schon auf der Bank.
Hoffe ich doch. 12.500, genau. Und 20.000 kann ich insgesamt... Danke, dass ihr meine Dienste in Anspruch nehmt. Ja, gern geschehen. Gute ist, dadurch ist jetzt natürlich der... Jetzt ist hier noch so viel auf dem Weg. Jetzt kann ich nämlich direkt nochmal alle in die Pampa schicken. Obwohl, ich kann doch auch hier unter den Assassinen, kann ich doch bestimmt jetzt Fähigkeitspunkte verteilen, oder? Nicht ein Fähigkeitspunkt kann ich verteilen. Na super. Da, toll. Inzwischen ist hier wieder alles vorbei quasi. Komm, ich versuche jetzt einfach mal direkt die schwerste Mission. Natürlich nur mit meinen besten Leuten. Naja, 87%, aber da wird... Ach Mist, jetzt habe ich... So, aber ich glaube, 87% ist eigentlich ganz gut. Ich werde das Gefühl aber nicht los, dass da garantiert irgendjemand drauf gehen wird. Noch einen kurzen Blick darauf werfen, wie das bombentechnisch aussieht. Eine Bombe noch hinzufügen. Und jetzt aber. Auch wenn ich nicht genau weiß, wo lang. Das Einzige, was ich natürlich jetzt nur sehe, ist, dass ich hier die Möglichkeit habe, noch auf irgendeinen Turm zu springen, damit ich endlich weiß, was hier Sache ist. Sehr beeindruckend, aber... Aber ich sehe gerade keine Möglichkeit einer Turmbesteigung. Ah doch, dahin. Ach Mensch. Das alles auch noch hier auf dem Weg liegt. Hä? Ja, komm. Das dürfte so ein Speer sein, glaube ich, oder? Mit diesem Auge? Ja, mit der Hakenklinge komme ich auf jeden Fall ein Stückchen schneller vorwärts. Aber ich habe es immer noch nicht geschafft, weiter jetzt zu kommen. Ich will eigentlich die geile Mission wieder spielen. Aber ich will mich auch hier ein wenig zurechtfinden dürfen. Also ganz ehrlich, ne? Normale Sätze manchmal zu sprechen, ist ja sau schwer. Ja, also jeder, der sagt, ach ja, deine Aussprache ist voll für den Popo. Oder aber, Mensch, das kann ja jeder Drittklässler besser von der Grammatik her. Macht es mal selber. Versucht man tatsächlich, ein Spiel aufzunehmen, dazu was zu quatschen und zu reden, gleichzeitig zu kämpfen und dann auch noch eure... Ja, und dann auch noch vernünftig zu reden. Es ist saumäßig anstrengend. Also zumindest für mich. Das ist hoffentlich nicht das, wonach... Und wenn man solch Leuten wie Gronkh oder Sarraza oder den Tobinator Let's Play, den Leuten quasi alle mal über die Schulter schaut, die hören sich manchmal auch nicht wirklich besser an. So denke ich zumindest darüber. Ihr dürft gerne etwas anderes dazu sagen. Wo soll ich denn hier hin? Hä? Was ist das? Ich hätte jetzt eher gedacht... ich mache wieder irgendwie eine Geheimtür auf. Ach, ich werde auf so eine geheimnisvolle Insel geschickt, wo sich so ein Massiv-Schlüssel versteckt hält. Cool. Ich bleib dabei. Ich liebe diese Massiv-Aufgaben. Mädchenturm. Ein Hinweis der Polo-Brüder führte Ezio zum Mädchenturm. Durchsuchen Sie den Turm, aber seien Sie vorsichtig. Beschaffen Sie den Massiv-Schlüssel, ohne ins Wasser zu fallen. Das ist schon mal sehr schön eigentlich, weil dann muss ich nicht mehr so darauf achten, dass das irgendwie hier zeitlich den Bach und... Oh, ich weiß nicht, ob ich damit schon interagieren will. Ich habe irgendwie ein ganz...
Oh, ich glaube, das ist... Oh, ich weiß nicht. Ich gebe mal eine Prognose ab. Wenn ich drauf drücke, kommt Wasser. Nicht aufmachen, das Ding jetzt, Jo. Aber ich... Eigentlich will ich da hoch. Aber ich habe wohl keine Möglichkeit. Vor allem es regnet und plästert. Und jetzt komme ich erst in diesen Wie soll ich denn da nicht ins Wasser fallen? Da ist doch ein reißender Fluss. Naja, nicht ganz... Oder da war einer? Wirklich hübsch, das Ganze anzusehen. Oh nein, nein, nein. Die unterirdische Höhle erkunden. Nicht ins Wasser fallen. Keine Garantie. Und das sieht wieder nach einem Drecks-Zeitding aus. Ich hasse das, weil man dann immer erst den Weg finden muss. Bitte, lass es nicht zeitlich sein. Hab ich nicht gesagt, das soll nicht zeitlich sein? Hast du mir überhaupt zugehört, du Blödmann? Wahrscheinlich nicht, ne? Was? Hä? Und dann geht das jetzt die ganze... Komm, 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 zieh! Oh, ich werde nicht das... Oh, wow, wow. Guck mal, was da unten alles ist. Kann ich irgendwie das Wasser ablassen? Ich wollte das Wasser ablassen und nicht noch mehr Wasser. Ach, was ist das denn für eine geile Konstruktion? Diese schweren Blöcke. Ah, wie cool! Die schweren Blöcke haben dafür gesorgt, dass das Wasser gestiegen ist, und zwar bis unterkanter Oberlippe. Und dadurch konnte man tatsächlich das Wasser insgesamt ablassen. Geile Konstruktion. Gefällt mir. Und was mir noch mehr gefällt, ist, dass ich jetzt kein Zeitintervall habe, um diesen Mädchenturm zu erkunden. Ich gehe erstmal hier lang. Obwohl, nein, hier ist immer noch die Sache mit dem Wasser. Also falls ich runtergefallen wäre, ja, ich mache einfach. Okay, alles gut. Zeitintervall. Vielleicht da hochklettern möglicherweise. Ja, klar doch. Selbst ich kletter jetzt hier erstmal hoch. What? Mist! Obwohl, man hat ja gerade noch gesehen, dass das zeitlich alles gut funktioniert. Muss ich jetzt da hinten in die Ecke? What? Nein, ich denke, ich muss einfach hier weiter geradeaus. Und dann war... Ich weiß es nicht so wirklich. Da hinten ist auf jeden Fall eine Tür. Solange die Zeit, glaube ich, noch läuft, ist alles in Ordnung. Ach, doch noch. Alles wunderbar geschafft. Und jetzt wird das Wasser weiter abgelassen? Jetzt hat... Jo, jetzt schmeißen die wieder rein. Das Wasser steigt und fließt durch die Sachen... die ich geöffnet habe, komplett wieder ab, sodass noch weniger Wasser vorhanden ist. Einfach wirklich... Also, ich bin gerade wirklich so ein bisschen... Das ist
Oh, das gefällt mir. Das gefällt mir. Das mit den Zeitenrennen gefällt mir meist immer nicht ganz so sehr. Aber ansonsten, diese Machart. Geil. Ganz ehrlich, da freue ich mich direkt schon auf den dritten Teil. Ich hoffe einfach, dass der dritte Teil ähnlich geil gemacht ist. Weil das weiß ich leider nicht. Ich rate einfach mal. Aber ich komme doch von da. Und dann hier hoch. Und dann eigentlich durchrennen, ohne dass die Kamera mir auf den Sack geht. Oh, das wird eng. Das wird jetzt really, 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 really short. Nein, natürlich nicht. Nicht ins Wasser fallen, Junge. Nicht ins Wasser fallen. Ja, genau so. Ich glaube aber nicht, dass mich das noch hier zeitlich... kletter doch mal. Dankeschön. Na, ich glaube nicht, oder? Wow, doch noch! Ja, klasse! Obwohl ich da die ganze Zeit durch die Gegend gesprungen bin, als hätte ich keine Ahnung. Gleiches Spielchen noch einmal. Aber diesmal war das die gleiche Wassermenge, oder? Oder gab es jetzt einfach nur keine Animation? Das ganze Wasser ist weg. Das ganze Wasser ist weg. Obwohl nicht das ganze Wasser. Da ist ja noch Mission, die Stadt zurückerobern. War erfolgreich. Ach so, stimmt. Meine Assassinenaufgabe. Sind schon wieder 10 Minuten rum, ja? Super, dann hat es sich ja mal wieder richtig gelohnt. Und ich habe gesehen, ganz viele wurden befördert. Was? Oh, das kann doch nicht. Was mich natürlich gerade unheimlich freut einfach. Weil das sind meine Jungs. Oder... Oh, dachte, das war's wieder. Halt dich doch nicht immer nur mit einem Arm fest, ehrlich. Nicht runterfallen. Jawoll. Und 3, 2, 1. Da ist der nächste Schlüssel. Der nächste Massiv-Schlüssel. Ging jetzt die Tür wieder... Hä? Hatte jetzt das Klimpern und so irgendeine Bedeutung? Oder... Also ich sehe zumindest nicht zeitlich. Oder bin ich... Was knistert denn da noch die ganze Zeit? Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass die Sachen runterfahren oder ähnliches. Ach, guck mal, jetzt bin ich hier wieder an der Stelle, an der ich gerade hochgeklettert war. Also hier runterfallen wäre echt eine Scheißsituation. Boah, irgendwie will ich... Boah, wehe nicht. Boah, alles nur für die... Also ganz ehrlich, wenn hinter diesem Massiv in den Bibliotheken da nichts Spannendes ist, ne? Dann werde ich echt sauer. Man ist hier wirklich dann verleitet, direkt den Schlüssel an sich zu nehmen. Das werde ich natürlich nicht tun, sondern erstmal die geheimnisvollen Truhen, die wieder irgendjemand hier postiert hat. Vermutlich natürlich zu dem Zeitpunkt, als der Schlüssel dort auch deponiert worden war. Oh, ich habe dafür lange genug gekämpft. Jetzt bist du mein. Ja.
Jawohl, endlich. 4 von 5 Massia-Schlüssel und den Mädchenturm habe ich absolviert, ohne ins Wasser zu fallen. Strike! Obwohl, mich würde schon gerne interessieren, wie der immer den Rückweg antritt. Weil irgendwie muss er das ja machen. Da muss er ja eigentlich den ganzen Weg wieder zurückklettern, vor allem zu dem Mädchenturm. Da müsste der jetzt wieder zu dem Kerl, der draußen stand, bei diesem Dreckswetter. Ich glaube nicht, dass er da wirklich geblieben ist, aber gut. Das ist vielleicht nur mein Empfinden. Ach, ja, ist das schön, ist das schön, ja, ist das schön. Und ich habe fast genügend Geld tatsächlich, um mir die Hagia Sophia zu leisten. Wobei ich immer noch glaube, dass das, glaube ich, das teuerste Gebäude hier in ganz Konstantinopel sein könnte oder wahrscheinlich sogar ist. Ach, da ist noch, da ist eine Animus und... Was soll ich denn da oben? Muss ich wieder da oben hin? Kann ich dann noch ein weiteres Buch sammeln? Ich wollte jetzt eigentlich nur noch die Folge damit abschließen, dass ich eigentlich der Sophia eigentlich den das Buch nur noch überreiche, welches ich gefunden habe. Aber so wie es gerade aussieht. Bah, guter bah, Gott, bah. Obacht! Wird es wohl danach aussehen? Also aus der Ferne sah das zumindest so aus, dass da noch ein weiteres Buch gefunden werden kann. Ich mag mich ja irren, aber das will ich dann natürlich noch holen. Ich habe das doch aus der Ferne habe ich es auf jeden Fall gesehen. Ich glaube, das war ganz oben, ne? Ich habe das gesehen. Nee? Habe ich da oben... Oder war da irgendwie nur was am Blinken aus der Entfernung? Es kann vielleicht auch natürlich nur die Sonne gewesen sein. Dann werde ich jetzt der Sophia noch ihr Buch überreichen. Sage Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Jump on Becher mit Gabro und Ezio. Auf Wiedersehen. Ciao. Oh. Ups. Okay, gut, dann werde ich der Sophia das nicht mitgeben, sondern wir werden uns Alter Ears Erinnerung anschauen. Aber erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.